Hallo und herzlich willkommen zu den Parfümkennern. Mein Name ist David und das ist unser Zahlenmeister, der Martin. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute beantworten wir die Frage, ob es immer unbedingt notwendig ist, einen teuren Nischenduft zu kaufen oder ob es unter Umständen sogar reicht, einen günstigeren Designer oder ist er sogar vielleicht besser, der Designer? Wer stellt dir solche Fragen? Warum müssen wir die heute beantworten? Gut, du meinst vom Zeitpunkt her, du weißt ja selber, wir stehen kurz vor Weihnachten vor Niklaus. Okay. Die Kunden kommen natürlich rein und die einen sind Designer-Fan, die anderen Nischen-Fan und wollen aber halt doch mal was vielleicht Vergleichbares. Und da musst du natürlich Gedanken machen, Mensch, wenn er den Duft sagt, was könnte in die Richtung gehen? Mhm. Und so sind wir eigentlich auf die Liste kommen. Perfekt, perfekt. Oder halt, wenn ich sage, ich habe einen Nischenduft, aber muss es nicht unbedingt einen Nischenduft herschenken, dann vielleicht auch mal ein genauso guter Designer, wenn es das dann gibt. Ja, oder er hat einen Designer und will sagen, Mensch, ihm wird mal in Nische. Ah, von hinten rum, ja genau, ich bin Designer und möchte jetzt mal... Ja, Nische, okay. Was würde in meine Richtung gehen? Und Leute, hört echt auf, den Preis auf so ein Flakon runterzurechnen, das macht gar keinen Sinn, weil Parfum ist Gott sei Dank eins der schönsten Luxusgüter, braucht sozusagen kein Mensch und Luxusgüter berechnen sich am Preis immer so, wie eben die Leute, ich, du, dafür bereit sind zu bezahlen. Also lasst es, ob es das wert ist oder nicht, sondern habt einfach Freude am Parfum. Freude hat jetzt auch der Gewinner aus dem letzten Video, das war? Parfum de Mali, Top 10. Top 10 Parfum de Mali. Wer hat denn die Top 10 von Parfum de Mali gewonnen? Spannung steigt, deine feenhaften Finger kommen zum Einsatz. Jawohl. Gewonnen hat Jörg Biene 7665. Lieber Jörg, liebe Biene, Jörg Biene, herzlichen Glückwunsch. Du hast das 10er Duftset von Parfum de Mali gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es steht immer noch aus, der Dux Orientis von Panadora. Den haben sie knapp verpasst. Knapp mal. Verpasst. Also das heißt, jetzt unbedingt noch mitmachen. Und wie man mitmachen kann, das erzählt uns wie immer der Junior. Zack, da taucht er ja auf aus dem Nichts. Hallo Martin, grüß dich. Grüß dich. David, ein interessantes Thema heute. Es wird auch leider nicht die Top 10, sondern wenn man so will, die Top 7 and 14. Wir haben das Ganze heute ein bisschen eingekürzt. Wir geben es zu, weil 20 Düfte einmal vorzustellen im Vergleich ist natürlich schon eine Hausnummer. Und für mich zu merken, Leute, für euch zum Zuhören, wir lassen es heute ein bisschen gemächlicher. Ja, genau, sind wir haben 4 Düfte mehr als sonst. So schaut es nämlich aus. Also genau. Gemächlicher, genau. Das Ganze wird heute natürlich ein bisschen anders ablaufen als gewohnt. Wir geben unser Bestes, das Ganze einmal gut umzusetzen. Und wir fangen hier einmal direkt lila an, hätte ich gesagt, auf Platz Nummer 7 und 7. Und zwar folglich geht es um diese beiden wunderschönen Düfte, hier die Parfums de Mali Neuheit und Bulgari, auch im neuen Design tatsächlich mit ihren Omnia-Designs. Und hier der Amethyst und hier der Palantin, beides sehr ähnliche Düfte. Nicht nur die Optik spricht da schon, schau mal an, wir gehen ins Ähnliche, sondern auch der Duft selber natürlich. Ich muss zugeben, ich bin tatsächlich nur wegen der Optik bei diesem Vergleich draufgegangen, weil ich mir dachte, das ist so ein schönes gleichfarbiges Glas. Und ja, Wunder, Wunder, es hat tatsächlich sehr, sehr gut gepasst. Aber in welchem Duftbereich sind wir hier denn? Ich sprühe zuerst mal den Omnia auf. Klassisch, frisch, floral auf jeden Fall. Und das Gleiche machen wir hier auch einmal, aber hier kommt gleich einer der großen Hauptunterschiede direkt mit der Kopfnote und zwar direkt beim Einstieg. Bei beiden sind wir natürlich schön zitrisch, wir sind frisch, doch was unterscheidet hier uns hier? Wir haben im Palantin einfach deutlich, deutlich mehr Fruchtanteil, was man dann auch merkt mit Birne, mit Zitrusnoten, mit Grapefruit. Da passiert einfach noch am Anfang ein bisschen was Süßeres, während wir hier direkt spritzig etwas grün-pudrig anfangen. Mhm. Natürlich liegt das Ganze sehr, sehr nah beieinander, auch von der Blumenauswahl. Wir teilen uns hier die Rose, wir teilen uns hier den Moschus, wir teilen uns hier das Veilchen, sind da immer sehr, sehr nah aneinander. Mhm. Lediglich hier kommt nochmal im Abschluss was etwas Feineres, was Sauberes, was leicht Zitrisches und der entwickelt sich dann tatsächlich etwas pudriger, etwas klassischer sogar, mhm. auch nochmal mit einer etwas stärkeren grünen Note, die unser Bulgari am Anfang einfach hat. Genau, wenn man da jetzt dann einmal reinriecht, gerade nach ein bisschen Entwicklungszeit, das habe ich mir nämlich auch noch die Zeit genommen, mhm. merkt man das dann auch, dass sie ein bisschen da abdriften, aber den ganzen Duftverlauf, wir sind ständig nah beieinander, wir teilen uns das Ganze einfach wirklich sehr, sehr und da kommt es wirklich nur auf die Untertöne an, wie bei fast allen Düften, die wir heute hier auf dem Tisch haben und hier fruchtig aufgeschlossen, hier etwas klassischer, genau, wer da diese Nuance ein bisschen lieber hat, kann in den einen oder anderen reingehen. Ja, da geht es jetzt natürlich nicht nur um die Nuancen, sondern tatsächlich auch um den Preis. Dieser ganz klar. Palatine oder Palantine, was kostet der?
264 Euro und der kostet weit weniger als die Hälfte. Genau. Also da ist natürlich schon mal der erste große Hammer. Vom Duft her ist es tatsächlich so, dass ich bei dem hier, beim Parfums de Mali, am Anfang tatsächlich auch so einen frische Wäsche-Vibe habe. Also frisch gewaschene, frische Wäsche und schöne Blumen. Parfums de Mali kann Blumen ohne Ende, da haben sie so viele. Und bei dem Bulgari ist es tatsächlich so, dass zunächst am Anfang die frische Wäsche eben hier nicht dabei ist. Das sind diese gleichen Blumen, wie du genannt hast, aber diese frische Wäschegeschichte ist da. Was mir aufgefallen ist beim Testen beim Bulgari, ist die Kopfnote, also dieser Anfangsduft ist schneller weg. Der hier, der Parfums de Mali, das ist so ein bisschen bei, bei Nischendüften, der wandelt sich mehr. Also der fängt eben blumig, frische Wäsche, der bleibt relativ linear. Der Bulgari, so jetzt halt ich mal richtig rum, so rum, ich habe sie jetzt angeschaut. Und der wird so, tatsächlich geht er in die Duftrichtung von einem Bulgari, und zwar diese Privé-Linie von Bulgari. Da gibt es diesen Tiger, diesen Tiger, den habe ich tatsächlich mal im Bulgari-Shop getestet. Also der wandelt sich einfach stärker. Das muss man, egal, wenn man den erkennt, auf jeden Fall ist es so, der Start ist relativ ähnlich, der hat mehr frische Wäsche, der mehr Blumen, aber der wandelt sich nochmal länger. Von der Haltbarkeit ungefähr gleich, bloß der riecht am Schluss eben komplett anders, wie er anfängt, der bleibt so, wie er ist. Und zwar geht es jetzt zu Serchows Uden, und wer schon öfter mal bei mir war und da auch mal shoppen war, der weiß dann, dass mein Vergleich zu Nikos Sculpture zum Eau de Parfum Intense einmal hier ganz nahe ist. Und da hat er auch einfach recht, der Marcel. Wir haben hier zwei super clean, zitrisch anfangende Düfte mit so einem leicht süß-seifigen Nebentouch eben mit drinnen. Und das kommt bei beiden auch ziemlich gut auf den Punkt. Wir haben ein sehr, sehr ähnliches zitrisches Bouquet am Anfang bei beiden. Wobei man sagen muss, der Serchow, der ist da natürlich zitrischer, da passiert weniger außenrum. Denn hier im Nikos direkt schon so was leicht Krautiges, schon was leicht Seifiges, von Anfang an mit dabei. Und das ist und bleibt auch der große Hauptunterschied. Wie gesagt, während der Serchow schön zitrisch, sehr natürlich zitrisch auch anfängt, erinnert schon fast ein bisschen an den Sedley, also von dieser super klaren Frische einmal. Und dann mit der Zeit kommen dann noch diese herbsüßen Noten hier von Rum und Kaffee mit raus. Während hier der Sculpture sich auch floral nochmal weiter bedient. Der hat Lavendel noch mit drin, also alles schön klassische, was das Ganze wirklich in so einen schönen, ähnlichen Ton mit reinwirft. Aber hier kommt dann mit Tonkabohne, Benzoe, die auch etwas härteren süßen Noten raus. Und das ist dann auch geruchlich der Hauptunterschied, der mir aufgefallen ist. Der bleibt ein bisschen interessanter, sage ich mal, ein bisschen runter, ein bisschen gekonter gemacht. Und dann merkt man dann den Preisunterschied einfach. Aber der ist dann halt auch gerechtfertigt und lässt das Ganze dann auch gut verdauen. Wer Fan von etwas seifigerer DNA ist, der ist mit Nikos ganz gut aufgehoben. Über Haltbarkeit lässt sich bei beiden tatsächlich gar nicht streiten. Ich würde sogar den ersten Anfang vom Sculpture ein bisschen aggressiver nochmal durch diese krautigen Noten bezeichnen. Und der Uden, natürlich Serchow, brauchen wir uns nicht lange drüber unterhalten, der hält auch ewig lange. Und gerade für zwei so frische Düfte lassen die sich nicht lumpen in der Performance, definitiv nicht. Und deswegen hier zwei großartige Wahlen. Weil du gesagt hast, Preisunterschied, wo ist denn der Preisunterschied? Ich glaube, der um die 200 Euro. Genau, 180, 190. Und der hier? Nur bei 80, 90. Also da haben wir schon mal den Preis. Aber jetzt kommt gleich mal der erste Schocker. Also du hast es von der Haltbarkeit, der hält länger. Das Sculpture hält länger. Ich habe das zweimal getestet, einmal auf Teststreifen, dann auch auf Federn, ja, Snob. Aber der hält länger. Also das Sculpture hält länger. Der Uden, der ist am Anfang, stellt euch ein wunderbares Zitronenschaumbad vor. Wenn man so in einer Badewanne liegt und man hat so ganz, ganz dichten Schaum, in dem man so Muster reinmalen kann. Also wie eigentlich schon wie so eine Cappuccino-Creme. Mhm. So einen dichten, also mit ganz kleinen Luftbläschen. So riecht der so Schaumbad. Und der Sculpture, der ist tatsächlich zitrisch, aber der geht nicht in das cremig Schaumbadmäßige, sondern tatsächlich auch etwas kratziger. Das machen eben diese Herbalnoten. Genau. Der ist ein bisschen rauer. Aber die Kopfnote hier mit dieser Zitrik, die treffen natürlich beide. Ich in dem Fall habe die dann auch so getestet, dass ich die Duftstreifen umgedreht habe und am nächsten Tag
dran gerochen habe und mich gefragt habe, welcher würde mir besser gefallen, ohne zu sehen. Und tatsächlich bin ich beim Uden gelandet, weil er mir einfach cremiger, weicher, wobei ich hatte wirklich Schwierigkeiten, den zu riechen und den eben nicht. Also stärker. Na, schau. Überraschung Nummer 1. Ja, ich muss zugeben, da habe ich zu schnell nachgespült immer wieder bei meinen Teststreifen, aber deswegen konnte ich nicht sagen, na, welcher hält, eigentlich länger hält. Doch diese Anfangsaggressivität vielleicht, einfach, was auch ein bisschen kratziger ist, haben ja Düfte, die man am Anfang, so ein bisschen wie zum Beispiel Parfums de Marly Sadley, der auch so kratzig ist. Genau, stimmt. Aber die halten natürlich brutal und frische Düfte und der geht es, der Oden geht es eben etwas eleganter, geschmeidiger, aber verliert dann halt hinten raus ein bisschen Luft. Aber schön zum Punkt gebracht, aber hat mich jetzt auch überrascht. Wie gesagt, nochmal Respekt an Sculpture. So, da, Leute, weiter geht's. Wir bleiben eigentlich fast im gleichen Hause, was den Nischenduft angeht. Wir haben hier natürlich unsere goldene Kappe und den Rest, das goldene Flakon vom Lira natürlich einmal wunderschön. Doch was ist hier die Designer-Antwort? Was ist hier die günstigere Alternative? Und zwar auch wieder nach Italien, natürlich Dolce & Gabbana Devotion. Auch hier eine super ähnliche DNA. Wo ist der Unterschied? Den riecht man nämlich gleich direkt am Anfang. Der Devotion fängt ein bisschen zitrischer an. Das liegt aufgrund von seinen Zutaten, weil wir hier nur wirklich nur 3 Stück drin haben. Kandierte Zitrone, wunderschöne Neroli, Orangenblüte und Vanille. Das Ganze ist natürlich schön simpel zusammengebaut, gleichzeitig sehr besonders, weil diese kandierten Zitrusfrüchte einfach das Ganze zum Anbeißen machen. Dieses süß-spritzige, eine sehr, sehr geile Kombi und durch die Vanille dann eben gleicht sich das schon ziemlich an den Casamorati einmal an. Doch der hat nochmal mit Zimt, Karamell das deutlich ausgeprägtere, süße, gourmandige Profil, was das Ganze dann auch noch ein bisschen milchiger, ein bisschen cremiger eben macht, wo der eben erstmal von Dolce & Gabbana ein bisschen drauf hinarbeiten muss, dass er da eben hinkommt. Ansonsten haben wir hier 2 Top-Düfte, wo einfach diese wunderschöne DNA hat mit diesem süß-gourmandigen, aber sehr, sehr frisch-zitrischen und bei beiden kommt man voll auf seine Kosten. Wie gesagt, der Lira ist da einfach nochmal gekonnter, cremiger, leckerer, ein bisschen süßerer und ausgefeilter natürlich und sich hier auch jeden Cent von seinen 300 Euro definitiv wert. Devotion, wer da mal ein geiles Geschenk sucht, vielleicht dieses cremige, gar nicht so gerne mag vom Lira, dieses milchige vom Karamell, der ist hier mit dem Devotion wunderbar aufgehoben und hier 2 Düfte, die definitiv auch von der Qualität her auf Augenhöhe agieren dürfen, vom Duftbild her sich aber ein bisschen unterscheiden. Ich denke, halber Preis wieder. 300 Euro? Genau. 150. 170, sage ich jetzt mal vorsichtshalber. Okay. Preisunterschied ist da. Wo liegt denn für meine Nase der Unterschied? Der Casamorati Lira, das ist für mich der schönste Zitronenkuchen, den man sich vorstellen kann. Außen so braun gebacken, innen zitronengelb, Vanillefarben, ganz soft, weich, oben mit Puderzucker und man riecht noch die Vanille. Kriegst du Hunger? Ja, und man riecht langsam. Noch die Vanille raus. Und dann eben so ganz, ganz hochwertiges Orangiat oder Orangid oder wie das auch heißt. Also wirklich ein schöner Zitronenkuchen und Casamorati schafft es auch mit einem anderen Duft, den Italica, da bin ich auch ein großer Fan, dass du einen Gourmand-Duft hast, aber du riechst nicht nach Essen, sondern eben, wie ich es gerade beschrieben habe, dieses wunderbare Gefühl bei einem Zitronenkuchen der allerschönsten Art. Der Devotion von Dolce & Gabbana, der hingegen, da kommt mir am Anfang diese Orangenblüte stärker durch. Das heißt, der konzentriert sich mehr auf die Zitrone mit Orange im Hintergrund, eben dieses Orangeat oder was auch immer. Und der konzentriert sich am Anfang stärker auf die Orange, durch die Orangenblüte. Genau. Da kommt dann im zweiten Ton die Zitrone eben raus. Das ist der Unterschied. Aber vom Duftverlauf ähnlich. Den würde ich tatsächlich eher eben hier das Essen, der Zitronenkuchen, der Duft. Also den würde ich, ja, auch Zitronen, eher Orangen, da gibt es auch diese Orangenplätzchen. Die Softcakes. Ja, was? Genau so. Ja, wenn die mit Zitrone gemacht werden, kommen wir ziemlich gut hin. Ja, also ohne Schokolade natürlich. Ja, ja. Was mal ganz ehrlich, also ich muss auch, Langzeittest, in dem Fall hat der länger gehalten. Also der hat deutlich länger gehalten als der. Da war auch die Kopfnote schneller weg. Das ist jetzt keine Qualitätseinschränkung, aber ehrlich, muss man sein, der hat länger gehalten. Die Männerbüste, die uns beiden eigentlich fast gleich schauen könnte, oder? Ja. Jean-Paul Gaultier, Le Male. Zu was ist denn der das wunderschöne Pendant? Und dann gehen wir zu eins meiner Lieblingshäuser, Birkholz, zum Luxury Passion. Genau, 2 Düfte, sehr, sehr ähnlich zueinander gehalten, mit eigentlich nahezu den identischen Kernzutaten. Doch auch hier leichten Unterschieden natürlich. Und die werden wir jetzt mit euch einmal erschnüffeln, einmal erfahren und einmal durchriechen. Genau, Le Male kennt natürlich jeder mit dieser einzigartigen Handschrift von unserem Herrn Kulp Dichot, einer seiner ersten Düfte, die er überhaupt jemals gemacht hat.
Und hier Luxury Passion. Aufs erste Mal riechen schon sehr, sehr ähnlich, muss man sagen. Wenn man sich dann kurz Zeit nimmt, dann kommen die Unterschiede schon raus. Le Mal fängt da ein bisschen aggressiver, finde ich sogar schon an. Weil auch hier wieder krautige Noten, Estragon, haben auch hier wieder Kümmel mit drinnen, macht das Ganze sehr, sehr stark mit einer bissigen Bergamotte, diese Minzkombi, diese schönen, süßen, ausprofilierten Noten eben in der Fußnote und da kommt alles sehr, sehr gut zum Tragen. Der ist auch wieder dieses frisch-süßliche, wie wir gerade eben auch schon hatten, so vom Duftverlauf her, aber einfach nochmal kantiger, ein bisschen herber auch nochmal gemacht. Luxury Passion hat in der Kopfnote wiederum eben etwas aquatische Noten, was man dann auch in den ersten 3 bis 5 Minuten Duftverlauf dann immer stärker rausriecht, dass der einfach nochmal doch aquatischer, ein bisschen spritziger, ein bisschen frischer auch nochmal ist. Wir schenken uns hier nichts. Wir haben hier, glaube ich, meines Wissens auch einen Kümmel wieder mit drinnen und ähnliche Noten, wo das Ganze immer wieder wirklich parallel verlaufen lassen. Ja. Also hier haben wir wirklich, wo ich den blind versucht habe zu riechen gestern mit meinen Kollegen, ich war bei dem gnadenlos falsch gelegen. Aber ja, da muss ich eben auch sagen, wegen der Intensität, weil ich halt wirklich dachte, da lässt Birkholz schon ordentlich was raus. Aber auch der hier, wie gesagt, der startet deutlich aggressiver, bleibt dann auch aggressiver und auch hier nehme ich dir jetzt mal was voraus, der hält dann auch länger. Das durfte ich nämlich schon leider über Nacht feststellen. Also definitiv, der Le Mal hält länger, das muss man so sagen, wie es ist. Und wie gesagt, beim blind vertesten, verriechen war es dann tatsächlich so, dass mir der Le Mal besser gefallen hat. Da habe ich das Plus auf den Teststreifen drauf gemalt. Ich tatsächlich auch, ja. Der Birkholz, der hat am Anfang diese Haarshampoo, natürlich jetzt nicht das aus dem Drogeriemarkt, sondern schon ein sehr hochwertiges Shampoo-Feeling und hat auch die größere Wandelbarkeit. Also der Birkholz, der bleibt, der geht weg von diesem Shampoo-Gefühl und wird dann irgendwann mal, da kommt eben der Kreuzkümmel durch und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob es drin ist, aber am Schluss hin eben Salbei. Der kriegt so eine raue, pelzige Salbeinote hinten raus. Und das schafft eben halt auch wieder hier Nischenhaus, der Birkholz schafft es. Der bleibt relativ gleich. Der Start, wie du gesagt hast, sehr ähnlich, beide Shampoo, wobei der Le Mal, und das liebe ich, so Fougère-Noten mit drin hat, also so Barbershop-Vibes, so Marseille-Seife. Der hat eine kleine Wandelbarkeit, das heißt, am Schluss bleibt bei dem eben diese Marseille-Seife und diese Fougère-Note, diese Barbershop-Note da, dieses Shampoo geht komplett weg. Also in dem Fall hier Le Mal, ganz großes Meisterstück. Preisunterschied, glaube ich, auch hier 200 Euro. Na, das, also Birkholz ist mit der Kollektion mit 160 relativ auch im Designerbereich sogar. Günstig, günstig. Und hier? Ja, da kriegt man halt die 200 schon für 140 Euro ungefähr. Die habe ich ja vorhin erst einmal abgegeben, deswegen weiß ich das gerade noch ganz gut. Also, ihr habt den Unterschied. Hier die Wandelbarkeit hinten rüber raus und wenn ich sage, okay, ich mag es eben klassischer und ist eines der Meisterwerke von Francis Courtigan, dann nehmt Le Mal. Und zwar geht es hier zu auch einer Legende quasi, und zwar zu Alien von Terry Mugler. Leider der gute Mann schon bereits verstorben, der Schöpfer von diesen legendären Düften. Und kaum Düfte, glaube ich, wo mehr polarisieren wie Angel und Alien. Also, da gibt es ja wirklich nur zwei Meinungen. Da ist ja selbst Uth noch ein bisschen streuweiter von den Meinungen. Aber entweder man hasst sie oder man liebt sie. Entweder man bekommt Kopfweh oder man hat den geilsten Duft in seinem Leben gefunden. Man muss auch sagen, für den Designerbereich sind es gerade der Angel unheimlich komplexe Düfte. Alien ein bisschen simpler aufgebaut, aber wirkt auch deutlich, deutlich komplexer. Es sind super starke Düfte. Also hier muss man gleich mal schon mal da ein bisschen stolz vorausreiten. Nische dazu vorstellen, und zwar Mikalevs Glamour aus der Love Collection, genau. Hier natürlich auch sofort rausriechbar, diese Verwandtschaft. Meine Kollegin hat ihn damals das erste Mal gerochen, hat sofort den Streifen weggetan, wo man bei der einen, zweiten Reaktion werden sagt, nee, das ist Alien. Genau, und auch das erinnert da auch direkt einmal daran. Alien, wie schon gesagt, sehr, sehr simpel aufgebaut. Jasmin, Ambra, Kaschmaran und fertig ist das Ganze. Wir haben aber hier ein sehr, sehr gefühlt ausgeprägtes orientalisches Duftbild, das wir durch den Mikalev auch ein bisschen besser in den Zutaten serviert bekommen. Und zwar starten wir hier auch etwas frischer wie bei beiden, haben hier aber einfach dieses Pfirsichsüße, dieses Safranherbe nochmal wirklich mit drinnen in der Kopfnote, gleich bevor wir dann eben zu der Jasmin mit runtergleiten und bekommen hier durch Rose, durch Iris einfach noch ein bisschen mehr Profil im Duft. Was man kaum glauben kann, weil beide eigentlich sehr, sehr profilreich sind und wirklich tief reinriechen kann, man auch lange noch irgendwo einen Duftwandel mit sich hat. Wie gesagt, der hier ist dann
wie ich es immer so gerne sage, wenn einfach mehr Zutaten drin sind, nach 5, 6, 7 Stunden lebendiger. Da riecht man noch rein, da merkt man dann so, ah, da verabschiedet sich langsam die Jasmin, das Ambra, das Warme aus der Fußnote kommt hier mit raus. Hat hier aber trotzdem 2 Düfte auf Augenhöhe, definitiv. Alien, den muss man gefühlt runterwaschen. Der Glamour, den muss man auch runterwaschen. Also da würde ich ehrlich gesagt drauf gehen, welcher einen besser schmeckt. Was halt natürlich immer cool ist bei dem Alien, für die Leute, wo es noch nicht wussten, die Terry Mugler Düfte sind natürlich auch bekannt dafür, dass man die einmal nachfüllen kann. Meistens zu Hause oder in den Parfümerien selber. Das fehlt bei Mikalev leider natürlich, aber dafür kann man sagen, punktet der durch die Optik einfach. Also ich mache mit euch jetzt live riechen, weil den Mikalev, den kenne ich, den habe ich zum Testen und den rieche ich heute zum ersten Mal, weil irgendjemand vergessen hat oder mir eine falsche Duftprobe mitgegeben hat. Wäre das wohl wahr, gell? Naja, okay. Aber ich muss eins dazu sagen, jetzt wo du den in der Luft aufgesprüht hast, also schon verdammt ähnlich. Wirklich, wirklich. Also den kenne ich, den habe ich zu Hause gehabt und getestet. Das sind halt einfach diese wunderbaren weißen Blumen. Mhm. Das ist ein Blumenbouquet, sehr, sehr feminin. Also den kann man tatsächlich bei uns Männern nicht empfehlen. Ein wunderbarer, schöner, leichter, weißer Blumenduft. Also sehr, sehr gefällig. Das Flakon natürlich, gerade wenn man jetzt an die Geschenkezeit denkt und man seiner Liebsten oder sich selber ein Geschenk machen will, vom Feinsten. Von Mugler habe ich aber schon viel gehört. Also da gibt es so, wie du es beschrieben hast. Also gab Leute, die sagen, nein, fürchterlich. Dann gibt es andere, ah, ich liebe den. Ja. Also der hat seine Halbzeit gehabt und immer noch gefragt. Also da würde es mich interessieren, welche Erfahrungen ihr mit dem Mugler eben hier mit dem Alien gemacht habt. Ich kenne nicht, ich werde jetzt irgendwann mal danach mal reinriechen, aber muss ganz ehrlich sagen, so vom Stopp jetzt sofort riechen, sehr, sehr ähnlich. Der wird zum Schluss noch etwas weicher und cremiger, das haben so Nischendüfte an sich. Preisunterschied würde ich auch was sagen, mehr als die Hälfte, oder? Es geht tatsächlich, also hier sind wir bisschen weniger als die Hälfte sogar auf. Also der liegt bei 250, meine ich. 200 glatt, meine ich. 200 glatt, okay. 220 also, und hier sind wir, glaube ich, auch mit 140 also gelistet. Gut, aber immer noch das Doppelte. Und wie gesagt, zählt mir von euren Erfahrungen mit dem Alien. Genau. Schon viel gehört. Würde mal gerne was dazu lesen. Muss ich auch noch ein bisschen ergänzen, wenn du jetzt mal ausnahmsweise weniger dazu zu erzählen hast, wegen meiner Wenigkeit. Leider auch einen Großteil der Fanbase verloren und da dann auch seine Halbzeit verloren gehabt, als sie von Clarins, den Lieferanten, zu L'Oréal gewechselt sind. Ah. Weil die mussten damals leider andere Öle auch ein bisschen mitverwenden dann. Mhm. Und das war dann leider der große Tod. Und auch als die ganzen Körperlinienprodukte deutlich, deutlich weniger wurden, ist leider auch viel bei Alien gestorben. Und was früher bei uns 100 stückweise in den Wochen rausging, hat sich leider wirklich ziemlich runter reduziert. Aber die Fans sind treu geblieben und die richtigen Fans benutzen den natürlich bis heute noch, ganz klar. Montblanc, Explorer und Nishanes, Hachivat, Creed's Aventus, was auch immer, diese DNA auf jeden Fall. Und wir starten da auch direkt einmal rein. Wir haben bei beiden natürlich holzig-fruchtige Düfte mit einem frischen Opening, mit genug Charakter, mit einer super geilen holzigen Basis. Mhm. Doch unser großer, großer Hauptunterschied hier ist und bleibt einfach die Kopfnote. Was beim Montblanc natürlich eher klassischer ist, wofür Montblanc natürlich auch steht, für klassische Herrendüfte auch ein bisschen, ist beim Hachivat halt einfach diese Lebensfreude, auch hier die Inspiration aus Istanbul, diese Früchte, dieser Hochsommer auf Istanbuls Straßen, der wird halt hier gelebt und getragen von der Ananas. Hier bleibt es halt einfach lediglich bei der Bergamotte, Salbei, ein bisschen süßeren Noten noch mit dazu, wo zwar auch echt gut an dieses Opulente, an dieses völlig Süße rankommt, aber halt die Ananas nie ersetzen wird. Und das ist der einzig große Hauptunterschied. Wenn ihr mit diesem Abzugspunkt klarkommt, dann habt ihr diese gleiche holzige Note, habt diesen gleichen frischen, lebensfrohen Flair im Duft und hier einfach mal ein echt geiler Duft, um eine Duftsammlung zu starten bei Montblanc, weil die stimmen von der Preis-Leistung, die sind super alle. Und hier Nishanes Hachivat natürlich eine Legende an Duft-DNA. Das darf sich schon mit einem Dior Homme, mit einem Baccarat Rouge, mit einem Leighton, mit einem Erba Pura einreihen. Sind wir ganz, ganz ehrlich, weil das einfach eine DNA ist, die ist Hammer, die hat geprägt viele Düfte, die war dafür verantwortlich, dass Dupes des Landbeiten und eben dann auch solche Düfte wie der Montblanc gesucht werden, dass man dann einfach doch ein bisschen bessere Haltbarkeit hat, natürlichere Duftnoten und ein annähernd gutes Duftbild. Und ich kann es wirklich verstehen, wenn die miteinander verglichen werden, erwartet aber nicht, dass hier die Süße aus der Ananas mit rauskommt. Das wird einfach da fehlen. Also die sind inspiriert und ich sage es jetzt für alle
von Creed Aventus. Und ja. Aventus, ich bekenne mich, ist einer der schönsten Düfte, die ich die letzten 10 Jahre gerochen habe. Ein absolutes Meisterwerk. Jetzt wird viel geschimpft, ja, ist nicht mehr so stark, hält nicht mehr so lang, keine Ahnung. Aber ich muss für mich sagen, dass Creed Aventus mir die Türen zur Nischenwelt geöffnet haben. Und für mich einer der großartigsten und besten Düfte ist, die es gibt. Und die beiden inspirieren sich darin. Damit würde ich fast sagen, hat sich die Marke, hat Nishane einen Namen gemacht durch den Hachivat eben, der eben als so der Hype um den Aventus nachgelassen hat, als die ersten Stimmen aufkamen, ah, der ist nicht mehr so stark, die Ursprungs-DNA, ist der an dessen Stelle getreten, weil er sozusagen so den ersten, den Ursprungsflair vom Creed Aventus hier nochmal hat. Wobei ich gehe nochmal ein Stück weiter. Abgesehen von der Ananas und dem Apfel und der Bergamotte hat der sogar noch mal mehr Charakter. Der hat so diese dunkle Traube, schon fast diese vergorene Traube. Also der wird dann richtig charakterstark. Das stimmt. Ja. Also das ist ein Duft. Und ich habe eben zu Hause den Fehler gemacht, dass ich erst den Hachivat von Nishane gerochen habe und dann den Mont Blanc und natürlich bei dem nichts mehr gerochen habe. Das ist ein Extrem mit über 30% Parfümölanteil. Da war es vorbei, weil der halt einfach diese Zitrik, diese Bergamotte da hier untergegangen ist. Die Nase war dann schon eben gelöscht mit dieser Geruchsexplosion, die Nahachivat zu bieten kann. Und ihr merkt es an meiner Beschreibung, da liegt bei mir Nishane ganz weit vorne mit dem Hachivat, wie du es gesagt hast, einer der größten Parfüm von Nishane. Preislich 50 ml um die 200 Euro, der 50 ml glaube ich um die 50 Euro. Ja, sag das mal auf die 100 für 100 circa und hier halt für über 340 oder also 150. Wir haben hier natürlich auch dreifachen Preis halt. Dreifachen Preis. Also, aber das riecht man tatsächlich raus. Auf den Duftstreifen muss ich auch noch dazu sagen, der war dann relativ schnell weg. Ist ein toller Duft. Für die Sporttasche, fürs Auto, für unterwegs, den gibt es ja auch in verschiedenen Größen, aber der kommt dann natürlich in diesem starken Vergleich nicht hin, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also in dem Fall hier der Hachivat. Muss ich zustimmen, also ich lasse wenig über Mont Blanc gehen, weil ich die Düfte wirklich sehr gerne habe, aber Nishane Hachivat, der Preis, der zweite, der geht definitiv an dich. Da muss man leider das Geld ausgeben, wenn man so riechen will. So schaut's aus. Leute, Platz Nummer 1 geht tatsächlich auf die Kappe von diesem jungen Gentleman hier neben mir, wo ich zuvor noch gar nicht, also wirklich so gar nicht auf dem Schirm hatte, wo er mich dann eines Besseren belehrt hat und dann zeigt er uns das Ganze und das Ding schlägt direkt ein auf Platz 1. Und zwar geht es hier um die Neuheit Versace Eros Energy. Doch wem ähnelt der? Ich glaube, einen der beliebtesten Düfte von einem der beliebtesten Marken im Nischenbereich aktuell. Und zwar unser Forever Love von Panadora. Und ich war am Anfang so, David, echt jetzt? Und dann er so, ja, sprüh mal drauf. Und ich so, oh. Echt jetzt? Ja, krass. Hey Leute, das hat mich echt baff gemacht. Und als ich dann auch so ein bisschen nachgeschaut habe, warum, dann wurde mir das Ganze auch klar. Also wir haben hier bei beiden Düften hier eine Zitrusnote am Anfang. So ausgefeilt, so reich, dass ich erstmal gar nichts, also wo ich wirklich auf Parfum angewiesen war, weil ich es einfach nicht bestimmen konnte. Kein Wunder, weil da waren auch gefühlt alle Zitrusfrüchte auf dem Markt drin, die es überhaupt gibt. Also wirklich alles. Und das merkt man auch bei beiden. Beide fangen stark zitrisch an, wobei es der Versace Eros Energy da einfach noch ein bisschen zitrischer macht. Liegt auch daran, dass der hier fruchtige Unterstützung von Melone, Mango, also von der Tropik bekommt, wo das Ganze einfach süß werden lässt. Da muss der hier einfach mit Vanille oder Tonkabohne arbeiten, das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Ansonsten bekommst du ein sehr, sehr ähnliches, holziges, eine sehr, sehr ähnliche holzige Basis, wo eben stark aneinander erinnert und auch so von dem ganzen Drydown bekommen wir immer mehr Ähnlichkeit dann zum Forever Love. Und ja, wie ich schon, ich bin immer noch sehr, sehr baff, dass die so nah beieinander liegen. Zwei supergeile Sommerdüfte mit Charakter, mit Authentizität. Und bei beiden habe ich nicht das Gefühl, irgendwo an einem billigen Duft zu riechen. Keineswegs, bei Panadora sowieso nicht. Und Versace hier wirklich schöne, natürliche Zitrusnoten. Da wirkt nichts so reinigermäßig oder ähnliches, was vielen dann natürlich da einfällt. Und hier allen Respekt, eine wirklich, wirklich tolle Abwandlung, wo am Original Eros schon noch leicht erinnert, aber einfach ein komplett neues Gesicht aufwirft. Also hier beim Panadora haben wir wirklich die schönsten Zitrusfrüchte, die wir überhaupt finden können. Also wir haben hier
Orangenschalen, wir haben hier Mandarinenschalen, wir haben diesen Saft, den man aus der Mandarinenschale rausdrückt. Dann so nach den ersten paar Minuten geht der dann ins etwas Bittere. Also das heißt in die Bitterorange, in die Grapefruit, Limetten sind hier mit dabei. Das heißt eine wahre Zitrikexplosion. Ist ein Extrait, hat auch über 30% Parfümölanteil. Die Parfümöle, die hier drin sind, absolut hochwertig. Für mich auch eine der besten Marken momentan auf dem Markt. Ja. Preis-Leistung war da auch schon mit dabei. Der hier, der haut mal komplett mit dem Dampfhammer hier auf den Tisch. Der bei der Öffnung, der ist laut, der ist stark, der ist potent. Der hat auch eine zitrige Öffnung, Grapefruit, Zitrone, etwas turbulenter. Also man kann es am Anfang gar nicht so definieren. Nee. Und der hat tatsächlich diesmal die stärkere Wandlung. Obwohl es jetzt der Designer ist, der wird tatsächlich dann, wir hatten es gerade vorher, zum Cretaventus, sag mal so wie es ist. Also der wird Ananas und grüner Apfel bekommt der, genau. Und der bleibt so wie er ist. Und jetzt kommt auch der Hammer, der riecht tatsächlich noch ein Stück länger als der hier. Liegt, ja, ja doch, das ist so, hier haben wir halt einfach diese exklusiven Parfümöle, die vielleicht hier der Vorteil in der Synthetik noch haben, weil synthetische Geschichten ja, die können halten einfach länger. Einfach länger riechen. Das ist die Natur der Sache. Echte Blumen riechen auch nicht so lang wie künstliche Blumen. So, ist halt so. Aber hier jetzt noch einen Favorit rauszusuchen, okay, vom Gap-Beutel, ich meine 250 Euro, oder? Ja, mindestens. Und mindestens hier und hier um die 100, ja, okay, kann man finden, wie man will. Aber wir haben hier auch doppelten Preisunterschied. In dem Fall würde ich sagen, haben beide gewonnen. Mir gefällt der wegen dieser ausgeklügelten und präzisen und sauberen Zitrik, wo man wirklich jede einzelne Zitrusart ganz präzise rausriechen kann, und der, weil er halt so ein Haut drauf ist. Und ich finde den tatsächlich aus der Eros-Reihe den aktuell den besten. Also ja, für ja, mich doch. Persönlich. Eros Flame hat er bei mir auch verdrängt. Ja, ja. Also hier haben wir zwei Sieger. Und wenn wir schon bei Sieger sind, Martin, wie kann man denn jetzt 14 Duftproben gewinnen diesmal? Leute, das ist eigentlich ganz einfach. Ihr könnt euch selber zum Sieger machen. Und zwar verratet uns doch einfach mal, was ist denn euer bestes Pendant? Nicht Dupe, Pendant zu einem Nischenduft. Was ist euch da aufgefallen? Mensch, der riecht da wie der. Lasst mal eure Tipps unten da. Lasst uns staunen, lasst uns verblüffen. Wir sind natürlich immer offen für irgendwelche Tipps. Ihr habt alle unterschiedliche Nasen und ihr könnt das alles unterschiedlich wahrnehmen und bin deswegen umso gespannter darauf. Und naja. Und so ein Dux Orientis noch. Der fehlt natürlich eben auch noch. Und Leute, wie immer seid ihr da unser Hebel und euer eigener Anker. Leute, ihr müsst eure Freunde anstoßen, eure Bekannten, eure Großeltern, eure Schwiegerleute, den Boss beim Vorstellungsgespräch. Wir brauchen die Follower, damit wir den Dux Orientis an euch verlosen können. Da seid ihr einfach dabei. Ihr macht das Ganze aus. Ihr seid die Community. Und an dem Stelle einfach auch mal danke, dass wir es jetzt schon fast an diesen Meilenstein gebracht haben. Da glaube ich, das ist ja kompletter Wahnsinn. Und deswegen gibt es gerne den Dux Orientis für euch. Martin, deine Euphorie muss ja jeden mitreißen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In 2 Wochen geht's weiter. Bis dahin, immer schön frisch bleiben. Servus, macht's gut. Ciao, ciao.